Und am 9. Auswärtsflog, es geht nach München. Und da muss ich mich auch korrigieren. Ich habe gesagt, dreimal München gestern im Video, 129 Jahre VfB, meine Reise mit Tickets, Stadionbesuchen und so weiter. Es ist aber mein viertes Mal heute. Wir hatten erstes Auswärtsspiel für mich überhaupt, 6 zu 1 2012, dann haben wir 4 zu 1 2019 und letzte Saison das 2 zu 2, also sind wir bei Nummer 4 diesmal. Hoffentlich nicht eine von den beiden großen Klatschen. Den Punkt würde ich lieber mitnehmen. Ob der möglich ist, na, werd mal sehen. So, du musst halt Leistung bringen in München, musst dagegen halten. Nagelsmann hat schon gesagt, wenn hier irgendwer glaubt, zwischen Champions League und Champions League, quasi zwischen Inter und Barcelona, auf die Bremse drücken zu können, hockt er auf der Bank. Also die Bayern werden Vollgas geben. Ist ja auch klar, habe ich im Vorbericht auch gesagt, die haben eine fucking Tabellenführung verloren. Die haben zwei Spiele in Summe, klar, gegen ordentliche Gegner, aber trotzdem zwei Spiele in Folge nicht gewonnen. Zweimal unentschieden. Das reicht nicht für die Bayern. Die werden da heute ziemlich angefixt reingehen. Hoffentlich kannst du mit einer ordentlichen, engagierten Leistung. Wir tun uns ja oftmals gegen bessere Teams, jetzt nichts gegen Schalke und so weiter, aber gegen bessere Teams tun wir uns meistens besser im Spiel. Vielleicht kann darin ein bisschen Hoffnung liegen. Nummer 1 Priorität heute, du fährst da auswärts hin, Auswärtsblock ist ausverkauft, du machst das hoffentlich wieder stimmungsmäßig zu einem Heimspiel im Auswärtsspiel, darauf habe ich Bock, wir fahren los. Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge!
Immer wieder, immer wieder.
Und wir sind zurück mit einem Punkt aus München. Und den haben wir uns nicht entführt, den haben wir uns verdient in München. Diesen Punkt, erstmal zu den Bayern, hätte ich nicht gedacht, dass sie so auftreten. Wie gesagt, ich dachte, die sind hier angefixt, haben Bock, jemanden wieder abzuschießen, Tabellenführung, dies, das. Naja, vielleicht dachten sie sich wirklich, komm, Dienstag zocken gegen Barcelona, hier kommt der VfB, was wollen die eigentlich von uns? Die gewinnen wir schon irgendwie mit 1-2-0, ohne groß was zu tun. Hätte ja auch fast gereicht, ne? Fast, ne? Kurz vor Schluss, erstes 2-2, hätte fast gelangt von der Leistung her. Aber wir haben uns diesen Punkt absolut verdient in München mit dieser Leistung. Sehr konzentriert, sehr griffig auch einfach. Über 90 Minuten, vielleicht ein paar Phasen, wo die Bayern natürlich ein bisschen mehr Druck gemacht haben. Das ist einfach ganz normal, die Bayern hatten auch mehr vom Spiel, das ist ganz klar. Ein verdienter Punkt in München ist eine andere Form von verdient als gegen andere Gegner. Meine Meinung zumindest. 11 von 11 im Startelf-Tipp, sehr geiles Ding. Und dann natürlich, muss man auch kurz drauf ansprechen, leider dieses 1:1, was abgepfiffen wurde, das Foul von Führig an Kimmich. Also bitte, dann können wir den Fußball langsam einstellen. Also das ist kompletter Skandal, diesen Scheiß abzupfeifen. Kimmich bekommt wirklich einen minimalen Zupfer ab. Und dann klar, in so einer brenzligen Situation als Fußballer hast du das Gefühl wahrscheinlich schon im Kopf drin. Ich fahre lieber mal gucken, ob ich es abgepfiffen bekomme. Bei den Bayern sowieso, dann wurde es halt abgepfiffen. Wir hatten so eine ähnliche Szene schon mal, 2020 war es, glaube ich, da. Das war, glaube ich, Koulibaly gegen Neuer damals eine ähnliche Szene. Da war es aber noch eindeutiger. Diesmal wirklich, das war ein Zupfer. Nicht mehr, nicht weniger. Kimmich, oder dieses Tor fällt nicht, weil er ihn foult, sondern weil Kimmich einfach pennt und dann die Chance ergreift. Scheiße, ich fall mal lieber. Und dann kriegt das halt abgepfiffen. Also Wahnsinn, komplett peinlicher Eingriff vom VAR. Das ist, nee, also das ist kompletter Bullshit. Das ist kompletter Skandal, komplette Frechheit, finde ich. Ich denke, die meisten Fans, ich denke auch sogar Bayern-Fans oder generell Fußball-Fans würden mir da zustimmen. Mal gucken, wie es in den Kommentaren aussieht. Gehen wir auf ein paar Einzelleistungen ein. Sosa ist ja leider ein bisschen abgefallen von der Leistung, weil er einfach nach der gelben Karte gefühlt in keinen Zweikampf mehr gegangen ist. Einfach unsicher gewesen, zu früh die gelbe Karte gefangen, dritte für die Minute, das muss halt nicht sein. Silas und Tomás, naja, Silas ein bisschen besser, Tomás ist ja auch runter dann zur Halbzeit, glaube ich schon. Der kommt leider noch nicht so ganz rein in die Saison. Silas auch so ein bisschen technische Problemchen, aber trotzdem ein bisschen Alarm gemacht auf rechts, war okay. Und dann natürlich starke Leistungen, Müller, grandios wieder. Ich habe gesagt, wir brauchen einen sicheren Rückhalt, den hatten wir in München. Diesen Kopfball, den er da, die Doppelchance, die er gehalten hat in der ersten Halbzeit, in der zweiten, dann diese Torwart-Grätsche, diese Schere quasi gegen Gnabry und noch ein paar andere simple Sachen, die einfach ausgedrückt haben, ey, hier steht ein Keeper hinten drin, vielleicht mal mit dem Schuss aufs Tor kommt, den habe ich. Außer natürlich die Bayern-Tore, klare Geschichte, das Ding von Tell war halt nochmal, glaube ich, abgefälscht, kurz davor rutscht durch die Arme, unglücklich. Und das Ding von Musiala einfach stark, wie er den, glaube ich, Sosa war es oder Carrasor irgendwie eine aussteigen hat lassen. Und dann das Ding reingehauen hat. Das ist einfach individuelle Klasse, das war einfach top. Aber dann natürlich auch Guirassy, Top-Leistung Guirassy, wie er jeden langen Ball, jeden hohen Ball festgemacht hat, verteilt hat. Natürlich auch nicht alles perfekt, aber eine starke Leistung natürlich auch, den Elfmeter sich geschnappt hat. Wo ich sagen muss, den Elfer habe ich noch nicht gesehen. TV-Bild, laut dem Ticker war er verdient, der Elfmeter laut den Live-Tickern. Die Kimmich-Szene ist faul quasi von Kimmich, habe ich schon TV-Bilder mir schicken lassen vom Ding, also da konnte ich ein bisschen mehr drüber sagen. Guirassy hat natürlich das Ding genommen und eiskalt reingeschweißt, da fast in den Knick reingejagt, 90+2 in München, war dem kackegal. Eiskalt der Typ, feiere ich jetzt schon. Eklow sehr stark nach Einwechslung, holt ja auch quasi den Elfer mit raus, indem er eben, glaube Kimmich war es, links abkocht und den Ball reingibt. Und natürlich auch Führig stark nach Einwechslung gewesen, schöne Hütte gemacht. Einfach schön. Wahnsinn Stimmung auch. Richtig, richtig geile Stimmung. München natürlich spätestens nach dem 2:2 eine richtig starke Stimmung. Wir haben uns das Ding verdient hier in München, das auch mitten in der Saison. Also ich finde das was richtig Besonderes, was wir hier geleistet haben. Natürlich die andere Frage, warum zur Hölle kickst du so nicht gegen Schalke? Warum spielst du so einen Müll gegen Schalke, wenn du sowas in München kannst? Ist es wieder das Typische, von wegen wir brauchen einen guten oder einen schweren Gegner, um richtig ans Leistungslimit zu kommen? Fände ich schade, aber wirkt irgendwie beim VfB so. Und natürlich, wenn man es richtig veredeln will, solltest du natürlich auch gegen Frankfurt im besten Fall alle 3 Punkte mitnehmen. Die haben jetzt gegen Wolfsburg verloren zu Hause. Mit so einer Leistung vor der Länderspielpause wäre nochmal sehr, sehr wichtig. Und zum Abschluss, ich muss noch ein paar Ehrenmänner absolut loben. Zu geile Aktion in München, wie viele wir wieder angesprochen haben. Wir hätten da zum Beispiel die beiden Kollegen, die einfach 7 Blöcke, also man kann ja oben im Oberrang entlang laufen, 7 Blöcke sich ihren Weg runtergebahnt haben in der Halbzeitpause, um bei mir am Start zu sein, kurz ein bisschen Gequatsche über das Spiel. Zu geile Aktion. Dann die Kollegen hinter mir, habt ihr vielleicht ein bisschen mitbekommen, beim 2:2-Jubel hinter mir in der Reihe, auch zu feierbar und nach dem Spiel auch dann rausgegangen in den Gang und direkt
glaube, 3 oder 4 Kollegen waren es, die ein Foto mit mir gemacht haben. Zu geile Nummer, vielen, vielen Dank dafür. Wir könnten ja mit diesem Spiel auch quasi die 5000 Abonnenten geknackt haben. Also sage ich einfach hier mal voraussagend oder voraussehend quasi, vielen, vielen Dank dafür. Kranker Support, auch auf dieses Video hoffentlich. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.